Wir kommen heute wieder zu einem Blick auf die aktuellen Clicker, Idle und Incremental Games. So, das nächste Spiel ist jetzt tatsächlich ein neues Mal wieder, ein neuer Clicker, der sich bei Steam eingefunden hat, und zwar Realm Revolutions, und ich werde ihn jetzt mit euch das erste Mal anschauen. Okay, also erstmal präsentiert er sich recht nackt. Restart, Hard Reset, Wipe All Data. Okay. So, das Einzige, ja, viel bietet es mir nicht an. Do not hire more than you need for the next building. Also, worum geht's jetzt überhaupt? Also, ich kaufe irgendwas, produziere hier irgendwie Gold pro Sekunde, im Moment 4, und ich produziere Essen pro Sekunde, im Moment 1. Okay, genau, also die Farm, okay, die Farm benötigen, achso, ich benötige, bevor ich die kaufen kann, muss ich 10 davon kaufen. Und die kosten aber alle nur Geld. Die kosten noch kein Essen. Die sind plus 1 Gold pro Second, total 10 pro Sekunde. Okay. Achso, das heißt, ich kann maximal so viel jetzt kaufen, weil ich natürlich 200 zusammen habe. Okay, jetzt eine Quelle. Need 0 Water Boys, need 0 Craftsmen. Okay, das sind natürlich die ersten Stufen, aber mit, ja, 30.000 ist natürlich gigantisch. So, das heißt, ich muss jetzt erstmal für die nächste Farm muss ich 100 Pisen zusammenbekommen. Click to make a revelation of Pisen. Disconnect will turn into happiness Pisons. The game will start over, but all the happiness will be saved. Happiness will increase the income of Pisons by 10%. Okay, so früh der erste Reset. Aber es bleibt wahrscheinlich bei 10%. Das heißt, ich muss diese frühen Resets machen, damit ich nicht im Endeffekt das Ganze sinnlos verpulvere. Und dann geht das dann auch höher. Ah, okay, also es steigt auch. Also das heißt, ich muss das jetzt noch nicht machen, sondern ich kann das noch ein bisschen ausbauen. So, das heißt, wenn ich den jetzt hier beschränke, dann kauft er maximal bis auf 1000. Aber ja, es dauert, aber also es ist jetzt eher ein Idle-Game, es ist kein Clicker-Game, weil ich kann jetzt mit Klicken nicht wirklich irgendwas erreichen. Okay, da wäre natürlich die Frage, wahrscheinlich wende ich ihn, ich würde mal sagen, bei 100% mache ich den ersten Reset dann an der Stelle. Geht es jetzt eigentlich linear hoch oder wird es immer weniger? So, ich bin jetzt bei 3 Stunden 20. Ich gebe mir mal eine halbe Stunde erstmal, um das Spiel kennenzulernen und mal gucken, wie weit oder wie groß dann die Wartezeiten sind, wie lange ich tatsächlich brauche, um irgendwas Neues zu erreichen oder freizuschalten. Weil wenn es dann zu langwierig wird, im Moment 30.000. Moment, meine Pisons, die brauchen doch nicht nur Gold, weil Gold habe ich deutlich mehr, sondern die brauchen auch das andere Zeug, also die brauchen tatsächlich Essen. Gut, das heißt, ich habe tatsächlich schon die Möglichkeit, hier die Waterboys freizuschalten. Beziehungsweise da wäre jetzt eben, genau, es war die Frage nach oder. Das heißt, ich konnte das eine oder das andere freischalten. Und jetzt muss ich hier 10 Waterboys kaufen. Gut, dann machen wir hier auch mal diese, achso, das hatte ich ja schon aktiv. So, dann die nächsten 10 Waterboys habe ich. Und jetzt brauche ich 100. So, 12 pro Sekunde. So, das brauche ich jetzt 1,8 hoch 7. Und die Waterboys sind ja auch extrem teuer. 30 Gold pro Sekunde. So, jetzt ist natürlich die Frage, wahrscheinlich ab einem bestimmten Zeitpunkt kann ich auch eine Waterboy-Revolution machen. Das heißt, je nachdem, wer revoltiert, liefert dann Happiness, und diese Happiness gilt dann immer nur für die jeweilige Gruppe. Würde ich jetzt mal alles gleich so unterstellen. Genau, also da unten ist so... Ich habe im Moment 2758 Gold-Regeneration pro Sekunde. Und okay, du bist jetzt auf Max. Das heißt, da kann ich die nächste Farm kaufen.
und habe jetzt 16 pro Sekunde. Das heißt, dann kann ich zumindest schneller Pearsons generieren. Und jetzt brauche ich aber schon 10.000. Das heißt, das ist natürlich noch ziemlich langsam. But all the happiness will be saved. So, okay, das heißt, die nächste, 1 hoch 8 hoch 7 kann ich mir nicht leisten. Gold from Waterboys mal 3, Food Income mal 2. Basic Food per Farm 1 pro Sekunde, Total pro Farm 4 pro Sekunde. Mhm. Gold from Peasants mal 2, das heißt, das erhöht sich dann auch. Da hätte ich vorhin mal gucken sollen, was die beiden Dinger unterscheidet, aber ich werde ja eh bald den Reset machen. 79. Also machen wir jetzt noch auf 100 voll und dann machen wir den ersten Reset an der Stelle. Es geht auf jeden Fall ziemlich flott. Mal gucken, ob das Spiel dann trotzdem so viel Langzeitmotivation hat. Das ist natürlich dann auch langfristig Dinge zu erreichen gibt. Mal gucken, Steam-Errungenschaften hat es, soweit ich gesehen, noch nicht gehabt. So, die 100 Waterboys habe ich zusammen. Da kann ich hier mal noch was aktualisieren und den Income für das Essen verdoppeln. Weil immerhin ist im Moment der begrenzende Faktor für die Peasants auf jeden Fall eher die Lebensmittel. Das heißt, es wäre eigentlich spannender, dass ich die Lebensmittel mehr produzieren kann. Aber mal schauen, wie das dann nach einem Reset aussieht. So, nochmal 1107. Okay, das habe ich auf jeden Fall erreicht. Und das andere wird eh nicht so schnell was. Und es sieht auch noch nicht so aus, als würden die Waterboys jetzt schnell in die Revolution kommen. Also machen wir mal die erste Verdopplung. Gut, dann fangen wir nochmal an. Happiness 107. 100 plus 107% Gold. Okay, so am Anfang ist der begrenzende Faktor Gold, weil ich kann mir natürlich nicht so viele Pieces leisten, aber da ist sinnvoll dann immer gleich zu kaufen, weil die Goldeinkommen erwirtschaften oder halt ermöglichen. So, nächste Farm, womit die Farm, okay, jetzt mal gucken, was ist der Unterschied zum Workshop, Ofens Craftsman, Goldinkommen mal 10, Foodinkommen mal 2. Okay, ich hatte aber vorhin weniger Probleme mit Goldeinkommen als mit Essenseinkommen. Das heißt tatsächlich, der begrenzende Faktor ist das Essen gewesen, nicht das Gold. Also würde ich erstmal bei Waterboys dann bleiben, vor allem dies 8 hoch 6, das heißt 8 Millionen. Das ist natürlich auch eine ziemlich andere Hausnummer. Da muss ich schon irgendwas bei den Farmen angestellt haben, dass ich hier eine deutlich höhere Essensproduktion habe und sich das nicht mehr lohnt. Okay, also bis 1000 ist noch eine Weile hin, aber es geht anscheinend auch nicht so schnell wieder los. Das heißt, die Peasants sind im Moment ein bisschen friedlicher. Also dann die Waterboys dazu, damit ich schneller Lebensmittel generiere. Und hier natürlich die nächsten 10 Waterboys. Die sind natürlich im Moment eher geldgetrieben. Also die sind durch Geld ausgebremst, die sind durch Lebensmittel ausgebremst. So, das heißt, die nächste Revolution wird dann wahrscheinlich durch die Waterboys stattfinden, weil die bestimmt eher dieses Niveau erreichen. So, 97.000. Dann kann ich gleich hier den nächsten freischalten. Ja, auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr klassisches Idle-Game. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die Waterboys wahrscheinlich eher die 1000 erreichen, als die Peasants die 10.000. Ja, solange Essen der limitierende Faktor ist, muss ich da gar nicht so hinterherleveln. Genau, aber damit sind jetzt die Waterboys in der Position einer Revolution. Aber auch hier werde ich sie frühestens dann resetten, wenn sie mindestens einen 100% Bonus bieten. Und jetzt ist auf jeden Fall das nächste dann die Peasants. Mal gucken. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, ich kann nur eine Seite resetten. 1,8 durch 7. Das heißt, ich kann zumindest die Stable immer noch bauen und mal gucken, was da jetzt wahrscheinlich für Stallknechte aktiv werden. Nee, Landlords. To build a building.
2 times less residents to this building are required. Less residents of these buildings. Also das Pferd konnte ich jetzt dazu einsetzen. Give horse that can be used on buildings. Okay, das ist ein. Okay, muss ich mir nochmal anschauen, was das genau für einen Bonus gegeben hat. Und ich brauche jetzt 5 Landlords, um ja bei 1 hoch 8 das nächste Ding davon zu kaufen. Okay, machen wir erstmal hier eine Runde weiter. Jetzt haben wir 80 pro Sekunde. 92, Waterboys, 16. Oh, das bei euch, das wird noch eine Weile dauern, bis ihr 100 erreichen könnt. Weil für die lohnt sich es auf jeden Fall hier noch nicht. 20% ist keine Reset, keine sinnvolle Option. Moment, was kann ich da anstellen? Ich konnte da jetzt irgendwas halbieren. Wahrscheinlich stand hier ja vorher 10 und ich brauchte nur noch 5 Landlords. Das heißt, das hier würde sich dann auf 5000 halbieren und das da auf, das ist jetzt 100.000, das heißt auf 50.000. Aber 50.000 ist nicht erreichbar. So, jetzt habe ich die Kohle schon wieder ausgegeben. Aber gut, Kohle ist ja eh nicht der begrenzende Faktor, sondern Gold ist der begrenzende, Essen ist der begrenzende Faktor. So, dann kaufen wir das mal noch und dann schaue ich mir das nochmal an, was die Waterboys angeht. Dann könnte ich nämlich, genau, das heißt, ich habe jetzt neues Feld. Also 2x weniger Residenz auf das Building are required. Also das sind die Residenz, die dafür benötigt werden. Und das ist dann noch weiteres. Also 5000 Waterboys, nächste Stufe und jetzt habe ich 160. So, 200% Bonus. Tja, wie lange will ich da warten, bis mir der Bonus reicht? Hier sind es weiter 29, das heißt, hier machen wir mal die nächste Revolution und haben jetzt schon das dreifache Einkommen. So, am Anfang ist es ja immer noch so, dass die kurzzeitig Gold die Begrenzung ist, aber nicht lange. Weil jetzt ist es schon Essen. So, ist auf jeden Fall immer wieder erstaunlich, wie solche Mechanismen dann auswirken, wenn man im Endeffekt das ganze Geld kurz bevor man es eigentlich da ausgeben kann, hier nochmal ausgibt und dann in der Zeit, die es gebraucht hätte, um es zu erreichen, dann tatsächlich schon alles komplett bekommen hat. So, die Waterboys gehen jetzt wieder bis 100 und hier bekomme ich dann das erste Pferd. Ich kann mir überlegen, bei den Waterboys das Zeug reinzusetzen, um die hoffentlich diesmal in eine Revolution zu bekommen. Also einen lohnenden Zeitpunkt zumindest zu finden, damit die auch so einen ordentlichen Goldbonus bekommen. Weil bisher habe ich immer noch viel zu geringe Boni, was die Farm angeht. Weil natürlich ist es nett, das Gold zu bekommen, aber Gold ist ja nicht das Problem. Okay, auf jeden Fall kommt das Gold jetzt ja so schnell mit, dass ich ja, zumindest so viel Gold, nee, nicht ganz. Also es ist noch ein bisschen rückläufiger zu den Einkommen von Food, zumindest was die Waterboys angeht. Bei den Pieseln ist natürlich kein Problem, weil die sind ja günstig genug. Aber weil letztlich geht es immer darum, so viel Gold reinzubekommen, dass ich das, was ich an den Leuten kaufen will, tatsächlich in der Zeit bekomme, wie hier das, die Lebensmittel reinlaufen. Und eigentlich ist es das Entscheidende, dass ja die ja das Food-Income einfach schneller gesteigert wird. Zumindest bisher ist es die einzige Möglichkeit, das durch die Pferde dort zu machen. Genau, das ist, statt 100.000 sind die bereits bei 50.000. Das heißt, ich könnte es mit der nächsten Stufe hier nochmal verringern. So 1,3, jawohl. So, und dann nochmal. Dann können wir es wieder halbieren. Sehr schön. Und dann das Food Income verdoppeln. 58%. Das sieht doch langsam gut aus. Letztlich lohnen die sich nur so lange, solange das. Ja, solange ich das Goldeinkommen niedriger ist,
pro Sekunde als das Food-Einkommen, um die zu kaufen. Aber solange ich jetzt ein Gold-Einkommen habe, das mir letztlich das maximale Food auch für die ja, kaufen lässt, ist es gar nicht mehr sinnvoll, irgendwelche Piecen zu kaufen. Die Frage ist halt, wofür die dann eigentlich nachher nochmal eine Rolle spielen. Oder ob die dann schnell so obsolet werden. Und ich mich eigentlich hier nach und nach hochhangel, dass ich immer nur Grundbausteine für die eine Seite lege und mich danach auf die nächste Stufe konzentriere. Na gut, ich brauche sie natürlich parallel noch, um hier tatsächlich die Farmen auszubauen. Das brauche ich natürlich trotzdem. Aber hier dann die nächste Steigerung. Und dann kann ich natürlich hier auch mal die Pisons mitnehmen, damit zumindest die Farmen nochmal gesteigert werden. Okay, also insofern brauche ich sie dann natürlich trotzdem noch, damit ich hier mal die Gebäude jeweils wieder freischalten kann. So, den kann ich jetzt auch freischalten. Aber werde ich weiterhin bei denen lassen. Mit 125.000 ist natürlich auch noch ganz ordentlich, was ich da als nächstes brauche. 102%. Das wäre ja schon ganz gut in dem Rücksatzbereich. Aber ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch hier das anschauen. So, dann kriege ich gleich das nächste Pferdchen, kann ich die auf 75 runtersetzen. Ah, sogar nur 62.500. Und dann kann ich wieder den Farm-Income verdoppeln. Okay, und dann kann ich jetzt mir gleich mal das Masters House anschauen. Gibt's den Magic Stuff. Mal gucken, was der macht. You can scroll to buildings with mouse scroll wheel. May not work in some browsers. With VS Keys. Also, reinigen heute Mausbutton. Magic. Monetary Stuff 100%. Use Charge. Okay, das heißt, ich habe jetzt einmal diesen Goldbonus bekommen. Und hier bekomme ich dann einen neuen oder einen weiteren. Für Lebensmittel, sehr schön. Mal gucken, was dann noch für Stuffs dazu bekommen. So, was gibt es jetzt hier als Bonus? Increased Discontent. Plus 100 Food at the start of the next game. Hey, cool, aber habe ich leider nicht genug Kohle dafür. Okay, 300% kriege ich bei denen jetzt auf jeden Fall auch schon mal zusammen. Okay, keine Ahnung ab wann, ob das nur, wenn es 100% aufgeladen ist. Aber okay, dann machen wir erstmal den Reset. Na klar, da kann ich jetzt mal ewig weitermachen, aber Revolution! So, jetzt haben die auch ihre 300% Bonus. Ja, und dann können jetzt die nächsten eine Revolution anfangen. Zumindest in der Theorie, weil ich werde wahrscheinlich trotzdem nochmal schauen, dass ich die Waterboys dann auflevele, aber ich werde an der Stelle auch, das wird, wenn dann der letzte Durchlauf erstmal sein, weil natürlich wird es jetzt schon deutlich langwieriger, dort dann neue Elemente freizuschalten. Mal sehen, wie viel ich dann beim nächsten Mal zeigen kann oder wie weit ich dann gekommen bin und was ich alles freischalten konnte. Auf jeden Fall aktuell soweit erstmal genug für diese Runde und lasse ich die jetzt einfach erstmal in Ruhe weiterlaufen und mal sehen, wie lange es dann dauert, tatsächlich die weiteren Sachen freizuschalten. Was ich nicht ganz verstehe ist, weil in dem Durchlauf hat es mir jetzt deutlich länger gedauert und ich habe ja noch nicht mal den zweiten Step freigeschaltet, den hatte ich vorhin deutlich schneller zur Verfügung bekommen. Keine Ahnung, ob das mit dem wahrscheinlich hatte ich den einfach dann dafür genutzt. Und klar, sobald der Charge voll ist. Das heißt, in dem Moment, wenn es aufleuchtet, ist der eine Charge verfügbar. Hätte ich das natürlich hier schon mal wieder aufleveln können, um auch den Bonus dort zu bekommen. 561%. Ja, das ist natürlich schon ein ordentlicher Bonus. 12er ist nicht verfügbar, 14, 16 auch nicht. Also allzu schnell geht es jetzt hier nicht weiter, bis da die nächsten 10er Potenzen erreicht werden. Zu einigen muss ich mich dann tatsächlich entscheiden, bei wem ich dort jetzt ein Reset anfange. Also, soweit für heute von diesem Spiel und auf zum nächsten Mal.